Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play I Am Alive. Hier sind wir wieder in der Mall. Wir sind hier von dem Staubsturm draußen geflüchtet. Wir haben May wie eine Art Rucksack angezogen und sollen sie jetzt in das sichere Gebiet bringen. Hier brennt ein Feuer, also hier muss auch jemand sein irgendwo. Wir gehen einfach mal weiter. The kids' spots are upstairs. You been here? It's my mommy, yeah. Plätze sind oben. Well, hopefully the good spots aren't too dusty. Ja, May fungiert dann gleichzeitig noch als eine Art lebendiges Navigationssystem für uns. Gerade mal ein Blick hier. Alles sehr, sehr düster. Man kann jetzt nicht wirklich erkennen, was da überall ist. Hier steht, we don't kill you oder so. Get out. Ne, we don't sail. Ne. Kann es nicht erkennen. Auch durch den Staub natürlich. In der Mitte ist so ein Art zentrales Rohr, an dem man wohl nach oben und unten klettern kann. Hier stapeln sich natürlich noch die Kisten aus vergangenen Zeiten zwischen provisorischen Behausungen. Was ist denn hier? Und vielleicht hat ja irgendjemand mal was übersehen zu plündern, was wir uns jetzt hier zu eigen machen können. Denn wie es aussieht, hat der Staub sich hier die unteren... Ah, Need Water. Der Staub hat sich hier die unteren Etagen wohl zu eigen gemacht. Not that way. The good spots are up higher. Also nicht hier lang. Dann gucken wir mal weiter. Vorne liegt auf jeden Fall was. Sieht aus wie die Outdoor-Abteilung. Ein Zelt war hier links. Warum sich das natürlich noch keiner gekrallt hat. Man besser als unterm freien Himmel. Was haben wir hier? Ein Kletterhaken. Okay. Ein Kletterhaken haben wir aufgehoben und wir müssen, wie es aussieht hier, mehrere Klettersprünge hinlegen und dann zwischendrin eine Pause machen. Dann tun wir das mal. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und jetzt den Kletterhaken rein. Jetzt können wir hier uns dranhängen und unsere Ausdauer auffüllen. Kann ihn aber leider nicht mehr mitnehmen. Der ist jetzt also weg. Und wir gehen weiter. Einmal links. Einmal hoch, komm. Das ist mein Freund, ohne Namen. Nochmal hoch und wir machen kurz das Inventar auf. Jetzt sollten wir theoretisch den Kletterhaken laut dem Spiel, aber wir haben ihn natürlich nicht mehr. Wir behelfen uns jetzt mit dem Soda-Getränk. Und jetzt schnell rum. Komm, hoch. Hoch mit dir. Ohne zu viel unserer Gesamtkapazität zu verlieren. Ich denke, wir sind ganz gut durchgekommen, auch wenn wir den Kletterhaken eventuell einen zu früh eingesetzt haben. Aber wenn unsere Ausdauerkapazität erstmal am Boden ist, wird es das noch ziemlich gewesen sein, weil wir dann unglaublich viel Ressourcen aufwenden müssen, um sie wieder zu erhöhen. Wir haben, können ja mal kurz reingucken, wir haben eine Konserve, die würde unsere Ausdauerkapazität um 2 Punkte erhöhen, aber auch gleichzeitig unsere Gesundheit. Und das wäre ja überflüssig. Dann haben wir noch ein Schmerzmittel, das ein wenig Gesundheit wiederherstellt. Und der Obstsalat, das ist auch so etwas, was wieder Ausdauerkapazität und Ausdauer wiederherstellt. Aber wir haben eben nur einen. So, was steht denn hier? Food ist gleich home. Ja. Not that way. The good spots are up. Hier können wir einen Blick runterwerfen. Da, ja, die guten Plätze sind weiter oben. Da sind wir eben hochgekommen. Ein Uhrengeschäft, ein altes. Es wird auch keine Zeit mehr anzeigen da drin. Keine Uhr wird mehr laufen. Da kamen wir gerade hoch und hier geht es weiter, wie es aussieht. Und hier hustet jemand. Did you hear that? Sounds like there's someone below us. Ja, hier geht's durch den Aufzugsschacht nach unten wahrscheinlich. Aber mit May auf dem Rücken möchte ich das Risiko jetzt nicht eingehen, da rumzuklettern. Wo es nicht sein muss, natürlich. Wir gehen mal einfach hier weiter.
Need Water steht da. Ich hoffe, der arme Teufel. Jetzt sind wir natürlich hier in der absoluten Dunkelheit gefangen. Da ist noch irgendetwas. Henry. Henry, you there? Yeah, don't worry, I'm here. Just checking. We're inside the mall. Hey, what's going on? It's May, she's coughing. Probably from the dust. She doesn't look... Oh, wait. She's got a fever. She's burning up. Shit. Okay, you need to find one of those crates the military dropped right after the event. It'll have medicine. Where's the best place to find a crate that hasn't already been scavenged? Search for places that are hard to reach. Like high rooftops, high buildings. Maybe you'll find one someone else missed. Okay. There's a lookout point on the top floor of the mall. If there are any crates on the rooftops, that would be a good place to spot them from. Ja, schauen wir uns noch mal kurz um. Also wir brauchen Medizin für May. Sie liegt jetzt hier. Ich hoffe, wir können sie hier alleine in Sicherheit zurücklassen. Und hier sind Batterien, wie es aussieht, und ein Generator, der diese auflädt. Ein Kletterhaken und ich habe hier im Augenwinkel, als wir reingekommen sind, auch noch was erspäht. Was haben wir denn hier? Entschuldigung, da musste ich eben husten. Ein Soda-Getränk. Wunderbar. Das können wir sicherlich brauchen. Kletterhaken und Soda-Getränk sind unsere besten Freunde. May will zu ihrer Mami. Verständlich natürlich. Und hier hustet's wieder. So. Hier ist ein Aufzugsschacht. Ich schau mal, was wir für Alternativen haben. Gar keine. Es scheint also hier in dem Aufzugsschacht weiter hochzugehen. Hier links könnten wir hochklettern, da rechts könnten wir runterklettern. Ich will erst mal schauen, wo das Husten herkommt. Vielleicht kann uns das Husten weiterhelfen. Oh, thank the Lord! Another person! I've been stuck here for days. My asthma is getting worse with every breath. Und er braucht ein Asthmaspray. Das haben wir jetzt natürlich nicht. Und hier hinten ist was, aber das sieht ein... Nein, das ist kein Asthmaspray, wie es aussieht. Das sieht eher aus wie ein Schmerzmittel, wenn ich so mein Inventar gucke. Und wir müssten das Schloss aufschießen, um das Gitter hochzuschieben. Ich möchte jetzt nicht meine letzte Kugel für ein Schmerzmittel opfern, ehrlich gesagt. Vielleicht bekommen wir bestimmt nochmal zurück. Hopp, hoch mit dir, mein Freund. So, und wir steigen hier nochmal kurz aus, um Kräfte zu sammeln. Und dann müssen wir hier, wie es aussieht, links hoch. Und dann geht es hier weiter, okay. Dann einmal hier rum wahrscheinlich und da wieder weiter. Und ich merke schon wieder, wie der Controller anfängt zu pulsieren. Vielleicht sind, wenn ihnen die Ausdauer ausgeht, können sie R1 für extreme Anstrengungen, Kletterhaken setzen mit R2, Ressourcen nutzen mit L2. Das machen wir natürlich auch. Und ich bin jetzt zum Beispiel für die Variante mit den Ressourcen erstmal zu haben. Wir werden ein Soda-Getränk erstmal opfern. Und hier geht es wieder runter. Und vielleicht kommen wir ja ohne. Ja, jetzt müssen wir einen Kletterhaken. Haben wir noch irgendwas? Wir werden den Obstsalat nehmen, können damit auch unsere Ausdauerkapazität wieder füllen. Und dann werden wir ein Weitergehen hier. Ich hoffe, das passt. Kletterhaken kann übrigens während des Hangelns nicht gesetzt werden. Und wie es aussieht, geht es hier hoch. Komm, schnell hinein. So, wie es aussieht, sind wir jetzt da, wo wir herkamen. Nein. Nein, wir sind irgendwo anders.
Und hier hinten ist auch schon wieder ein Gegenstand, wie ich sehe. Ein Inhalator, sehr schön. Den können wir, wahrscheinlich war der Weg, den wir jetzt auch gegangen haben, viel zu lang. Den Inhalator können wir jetzt für eine... Gucken, ob das hier der Aufzugsschacht ist. Da kämen wir in einem Stück runter. Können das mal machen. Wir können den Inhalator jetzt mal dem Mann bringen. Als eine Art Nebenaufgabe. Nebenquest, wie auch immer. Ja, wir hören ihn schon wieder husten. Naja, genau. So, und hier hoch. Das müsste sich dann auch ausgehen. So, wir geben. Denn vielleicht hat er auch noch Informationen für uns. You want to know more about the event? After struggling with the earthquakes for several days, we were soon faced with a new threat. That thick plume of dust and burning ash just sort of came down on us, like a tidal wave. No one could breathe out there. Everyone had to stay inside the shelters, like this mall, with supplies shrinking slowly. There was nothing else we could do for weeks. The alternative meant going outside. No one who went out ever came back. Ja, die Leute sind quasi, hatten die Wahl, entweder hier drin irgendwann zu ver... Nein, links lang. Irgendwann zu verhungern oder zu verdursten oder ihr Heil draußen zu suchen. Und ob sie da ein besseres Schicksal erwartet hat, das können wir natürlich nur vermuten, aber es sieht nicht so aus. Wie er sagte, ist hier niemand mehr zurückgekommen. Das heißt, in der Mall ist es immer noch am sichersten. Ist das schon unser Stockwerk, wo wir raus müssen? Und hoch. Scheint so, ja. So, und hier steht auch wieder, Food is gleich Home. Also, wo ich essen kann, da wohne ich. Und hier ist auch wieder also ein provisorisches Lager. Und hier scheint es weiter zu gehen. Ich möchte allerdings kurz nochmal hier drüben die andere Ecke inspizieren. Denn hier ist ja auch eine Art Lagerraum. Ob wir da nochmal reinkommen, ich weiß es nicht. Hier geht es wohl runter. Na, wir haben jetzt erstmal die Aufgabe, hier für die kleine May die Medikamente herbeizuschaffen, die sie braucht aus der Militärkiste. Das heißt, wir nehmen mal diese. Hier ist hier noch. Ne, hier geht es nicht mehr. Da liegt aber was. Fast übersehen. Ein Obstsalat, das ist Gold wert. Und wir gehen mal hier weiter. Wir sind noch ein Stockwerk unter dem Dach, wie es aussieht. Und da vorne liegt auch wieder was. Mal schauen, was es ist. Ich renne jetzt mit Absicht nicht, erstens die Atmosphäre noch ein bisschen einzufangen. Ein Soda-Getränk, sehr schön. Und zweitens, um hier auch nichts zu übersehen. So, hier sieht es aus, als würde es hochgehen. Ist die Armierung ausgebrochen aus den... Okay, wir müssen einen Klettersprung wagen und noch einen Klettersprung wagen. Und dann können wir hier nach oben, wie es aussieht, einmal rum. Und hoch mit dir. Wir können unserem Held auch mal einen Namen geben. Ich wäre ja erstmal für John, wie John Doe. Ah, hier ist ein Care-Paket, wie es aussieht. Ein Erste-Hilfe-Kasten. So werden ja auch immer namenlose Opfer genannt. Bis wir wissen, ob er einen Namen hat. Er wird ja einen Namen haben, schätze ich mal. Und wie er genau heißt. So, wir schauen uns natürlich hier mal weiter um. Der erste Hilfekasten war nur ein Bonus, aber es ist schön zu haben. Und wir gehen hier mal direkt weiter. Irgendwann müssten wir ja hier an...
Eine Stimme? Irgendwann müssten wir ja an ein Ende kommen. Need Water. Ja, der arme Teufel, den es hier hochverschlagen hat. Der kommt ja nur mit viel Kletterarbeit. Da hinten liegt wieder was. Kommt ja nur mit viel Kletterarbeit wieder hier hoch. Müssten wir sogar reinkriechen. Eine Konserve. Optimal. So Kleinigkeiten kann man immer mal gebrauchen. Und jetzt, wie es aussieht, sind wir in einer der oberen Etagen der Mall. Sieht aus wie ein provisorisches Lazarett. Aber verlassen. Was nicht so positiv. Also keinen sehr positiven... Ah, hier können wir... das Guckgerät benutzen. Ich wollte aber hier mal gucken. Hier liegt noch was. Also hinterlässt keinen sehr, sehr positiven Eindruck. So, da ist ein Kanister und da vorne ist ein Generator. Und jetzt schauen wir mal mit dem Fernglas. That looks like one. Kinda high. Probably why it hasn't been touched. Looks like the building was under construction before the event. So, und wir jetzt sollen wir den Fensterputzeraufzug aktivieren. Und da vorne ist auch noch was. Also wir müssen auf jeden Fall immer in alle Ecken gucken. Das sieht aus wie ein Schmerzmittel. Und das ohne eine Patrone dafür aufzuwenden. Das ist natürlich sehr schön. Was haben wir hier noch? Nur um das Ganze zu komplettieren. Hier nochmal einen Blick werfen. Den Kanister haben wir ja schon. Den werden wir brauchen, um diesen Generator des Fensterputzeraufzugs zu aktivieren. Aber ich möchte noch mal kurz schauen, ob es hier vielleicht noch was gibt. Ein Rollstuhl. Ja, da haben sie die Leute hier rausgekarrt oder was, um damit die noch ein bisschen Ausblick haben in ein zerstörtes Einkaufszentrum. Wie schön. Ja, das war's wohl. Aber wir können uns natürlich nicht beschweren. Wir haben mehr als vorher und das ist immer gut.